Zu Fall 2. Wir haben uns im Rahmen dieser Sendung schon öfters darüber geärgert, dass behinderte Menschen aus wichtigen Lebensbereichen ausgesperrt sind. Züge, Bahnhöfe, Gemeindebauten, Ämter nicht erreichen können, weil sie, so der Fachausdruck, nicht barrierefrei sind. Auch Arztpraxen sind für Menschen mit Handicap manchmal nicht erreichbar. Vor gut einem Jahr hatten wir über die Probleme von Rollstuhlfahrern berichtet, die im Raum Eisenstadt barrierefreie Facharztpraxen aufsuchen wollten. Sind die jetzt, knapp 15 Monate nach unserem Bericht, besser zu erreichen? Michael Streit leidet seit 3 Jahren an PROM, einer schweren, seltenen Muskelerkrankung. Deshalb muss er häufig diverse Fachärzte aufsuchen. Doch die wenigsten sind barrierefrei, weiß Herr Streit aus leidlicher Erfahrung. So zum Beispiel der Lungenfacharzt in seiner Nähe. Rauftragen funktioniert auf keinen Fall, ne? Weil der Rollstuhl hat um die 50, 60 Kilo mit Elektroantrieb, mit allem drum und dran. Ich habe 105, 106 Kilo herum. Das gemeinsam bräuchte man mindestens 3, 4 Leute. Das geht sich da vom Platz her nicht aus. Gleich ums Eck der Zahnarzt. Doch auch der hat keinen Lift. Barrierefreie Arztpraxen sind eher die Ausnahme als die Regel, sagt Herr Streit. Es mangle an einer einheitlichen Gesetzgebung, erklärt der Vertreter des Zivilinvalidenverbandes. Wir haben hier einerseits zwar die Vorgabe, wie Barrierefreiheit auszusehen hat, sprich die ÖNOM B1600. Auf der anderen Seite Landesgesetzgebungen, Bundesgesetzgebungen, die das regeln. Und dann, was die Arztpraxen betrifft, gibt es eine eigene Voraussetzung, nämlich die Verordnung der Ärztekammer, die Qualitätssicherungsverordnung, die sich wieder eigene Auflagen aufsetzt. Im Gesundheitszentrum von Eisenstadt findet Familie Streit barrierefreie Arztpraxen. Doch das barrierefreie Gesundheitszentrum hat einen Nachteil. Es gibt dort fast ausschließlich Wahlärzte. Und die kann sich Herr Streit nicht leisten. Denn da müsste er einen Großteil der Behandlungskosten selbst übernehmen. Denn die Krankenkasse refundiert nur einen Bruchteil. Deswegen muss sich Herr Streit erneut auf die Suche nach einem leistbaren Facharzt mit barrierefreier Praxis machen. Odyssee prolongiert. Das sei unzumutbar, meinte Volksanwalt Dr. Kräuter. Menschen mit Handicap werden hier gleich mehrfach diskriminiert. Sie haben längere Anfahrtswege, weil sie nicht jeden Arzt in ihrer Nähe aufsuchen können und sie müssten im Extremfall einen teuren Wahlarzt nehmen. Wenn wir gleich mal noch vom Anlassfall sprechen, dem Herrn Streit ist so ein Irrweg einfach nicht zuzumuten. Er braucht einmal Information. Seit 1999 muss jeder neu in Vertrag genommene Arzt im Burgenland eine barrierefreie Praxis haben, erklärte der Direktor der burgenländischen Gebietskrankenkasse. Er versprach, dass es in nächster Zeit Verbesserungen geben werde. Ich bin auch der Meinung, dass hier die Information unserer Versicherten verbessert werden kann. Wir haben mit dem Präsidenten Groß ja auch schon darüber gesprochen, dass wir eine doch detaillierte Erhebung machen wollen bei allen unseren Vertragsärzten. Das Problem ist, wir haben sehr viele sehr lange bestehende Praxen, die noch vor 1999 den Vertrag haben. Diese sind jetzt zum Teil sehr knapp vor der Pensionierung. Und da ist es nur durch gutes Zureden oder auch zum Teil durch bauliche Maßnahmen sehr schwer umsetzbar, hier eine Barrierefreiheit zu erreichen. Auch er versprach, dass die Ärztekammer eine Auflistung erstellen werde, welche Praxen barrierefrei sind und welche nicht. Mehr als 14 Monate sind seither vergangen. Hat sich die Situation für Rollstuhlfahrer im Raum Eisenstadt gebessert? Ja, Herr Volksanwalt, was ist passiert? Positiv muss man erwähnen, dass grundsätzlich neue Arztpraxen im Burgenland barrierefrei sein müssen, schon seit vielen Jahren. Allerdings, was uns die beiden Herren hier im Studio versprochen haben, da ist gar nichts geschehen. Also die Zusage, dass man da Erhebungen machen wird, auf der Homepage das zeigen wird, wo ist eine barrierefreie Arztpraxis, das ist nicht erfüllt worden. Und das ist aus unserer Sicht ja eigentlich ein Missstand. Es geht nicht nur um Menschen mit Behinderung, unter Anführungszeichen das nur, sondern auch um hochbetagte Leute oder mit Kinderwagen oder wenn wer einmal vorübergehend nicht so mobil ist. Und daher ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass das ernst genommen wird. Wir haben die beiden Herren natürlich auch noch einmal kontaktiert. Dr. Schriefel von der burgenländischen Ärztekammer hat uns dann mitgeteilt, dass es inzwischen in Eisenstadt eine barrierefreie Internistin und einen barrierefreien Urologen gibt. Die Liste der barrierefreien Fachärzte im Burgenland stehe noch aus. Man arbeite daran,
sagt er uns im Telefonat. Und der Herr Magister Moder, der Direktor der Burgenländischen Gebietskrankenkasse, hat uns mitgeteilt, dass sie kein Recht und keine Ressourcen hat, die Gebietskrankenkasse nämlich die Erhebungen zu machen, welche Praxen barrierefrei sind und welche nicht. Ball liege bei der Ärztekammer, aber man wird jetzt die Kammer erneut bitten, die Liste endlich zu erstellen. Ja, da wundere ich mich auch drüber, weil in Wien beispielsweise funktioniert das. Da kann man sich orientieren und an einer Homepage ganz genau nachvollziehen, wo kann man barrierefrei eine Arztpraxis aufsuchen. Und ich glaube, wenn man schon im Studio Dinge zusagt, dann werden wir schon das Recht haben, dass wir darauf pochen, dass das da auch entsprechend erledigt wird. Ja, dann hoffen wir, dass da was passiert. Notfalls werden wir in schicklicher Frist noch einmal nachfragen und zeigen, ob es die Liste gibt oder nicht. Herr Volksanwalt, danke, dass Sie bei uns waren.